So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Beim letzten Mal haben wir einen Drachenangriff erlebt und bisher noch überlebt. Und ja, diesmal rennen wir hier unten durch die Katakomben der Festung, wie es aussieht. Und ja, plündern uns hier durch. Keine Ahnung, was wir hier alles so machen. Wir rennen halt. Folterknecht. Der sieht sympathisch aus. Erinnert ein bisschen entfernt an Dingens. Walder Frey aus Game of Thrones. Oder Frey oder ja, wie auch immer. Hast du was zu sagen? Was? Offensichtlich nicht. Okay, gehe ich mal weiter. Muss wohl an der Frisur liegen. Die Assoziation von eben. Die Hautfarbe passt auf jeden Fall nicht. Die Haarfarbe eigentlich auch nicht. Aber die Frisur. Und der guckt auch immer so freundlich. Wo beim Reich des Vergessens sollen wir denn hin? Wo ist der Ausgang? Einen Moment. Ah, es werde Licht. Ja gut, dann prügel dich mal mit dem. Ich guck zu. Was, noch einer? Was, wo kommen die denn jetzt her? Den muss ich denn jetzt angreifen? Den da drüben, oder? Ja, okay. Waren das alle? Okay, gut. Kann ich Leichen durchsuchen? Nehme ich mit. Nehme ich mit. Nehme ich mit. Nehme ich auch mit. So kann ich den ganzen Scheiß mitnehmen. Ja. Und warum wird die Musik gerade schon wieder so laut? Sag mal noch ein kleines bisschen leiser. So. Das hat man jetzt, glaube ich, kaum gehört, oder? Naja, auch egal. Die nehme ich mit. Wo muss ich hin? Da. Die Richtung. Durchs Wasser. Wer schreit hier? Ach, da oben. Das Wasser ist hübsch. Und erstaunlich sauber dafür, dass es aussieht, als ob es aus einer Kanalisation kommt. Was ist das denn? Blut oder was? Ja gut. Sehen wir mal, ob wir Bluten. Eisenpfeile? Kann ich die ausrüsten? Oh, ich konnte irgendwas nicht tragen gerade. Du trägst zu viel, du kannst nicht rennen. Ach so. Oh, den kann ich auch noch ausrüsten. Habe ich jetzt? Ich will nicht schießen. Ich muss wohl schießen. Ah, ich kann den Pfeil wieder mitnehmen. Wieso? Ach so, deshalb. Okay. Gut, ich muss wohl eben mal kurz irgendwas wegschmeißen. Bekleidung? Ich habe schon ziemlich viel hier. Ja gut, dann rüste ich mal den Eisenschild aus. Habe ich den Eisenschild jetzt? Ich habe den Eisenschild nicht ausgerüstet, oder? Ach, mit A rüste ich das Ding jetzt aus. Gut, Gewicht 2, 2, 1, was wiegt denn viel? Wovon habe ich denn zu viel? Hier. Wie? Hier, fallen lassen. Drücke im Spiel nach oben, das war unten. Ja, ja, okay. Will das trotzdem fallen lassen? Willst du das Ding jetzt fallen lassen? Ich drücke den falschen Knopf, oder? Ja, da werden die Knöpfe falsch angezeigt. Okay. Was wiegt noch ein bisschen mehr hier? Irgendwie nicht so. Pelzschild. Wieso habe ich das nicht ausgerüstet? Sturmmantel, Brustpanzer. Rüste aus, danke. Und dann kann ich da mal ein paar wegschmeißen. Ja, schmeiß mal 4 Stück weg. Ja, komm, den Rest. So. Pelzschild. 25. Ja, komm, schmeiß den Rest auch noch weg. Pelzschild 2. Da habe ich 2 von, da kann auch eins weg. Wie viele? 3. Hier auch 3. So. Hauptsache, ich kann nicht wieder. Was ist denn passiert? Mal sehen, wo das hier hinfällt.
Wo ist mein Bogen hin? Habe ich den auch weggeschmissen? Moment. Objekte. Waffen. Eisenschwert, Gewicht 9. Schaden. Ja gut, ändert das irgendwas an der Geschwindigkeit? Ja, das rüstet jetzt wieder so aus. Was? Nein, dann. Sag mal. Ich komme noch nicht so ganz mit der Steuerung klar. Was hat jetzt hier viel Schaden gemacht? Das da. Jetzt habe ich es ausgerüstet. Okay. Ne, das Ding ist auch nicht wirklich langsamer. Ja gut, dann nehme ich halt das mit. Rums. Was? Da entlang geht es nicht zurück. Okay. Wir hatten Glück, dass das nicht über uns zusammengebrochen ist. Das sehe ich auch so. Wir gehen besser weiter. Sicher finden die anderen ihren eigenen Ausweg. Ja, und jetzt? Hinterher rennen. Bisher haben wir ja nicht so viel zu tun. Sieht aber schön aus hier. Ja, auf was wartest du denn? Auf mich oder was? Ich bin schneller als du. So, links oder rechts? Dieser Weg führt nirgendwo hin. Wir sollten es wohl besser hier entlang versuchen. Okay. Führt der Weg wirklich nirgendwo hin? Offensichtlich. Ja, da kam mir jemand doch entschieden zu nahe. Wir müssen weitergehen. Oh, süße kleine Spinnen. Au! Was zum... Moment, dürfte ich mal kurz unterbrechen? Ich möchte mal kurz meinen Bogen rausholen. Habe ich getroffen? Habe ich. Was? Frostbissgift. Ja gut, nehmen wir mal mit. So, was bringt's mir? Keine Ahnung. Sieht ja sehr freundlich aus hier. So wie mit einem Spinnenei. Und warum fliegen hier die ganze Zeit Leichtteile durch die Gegend? Okay, ah! Ist mir jetzt auf den Kopf gefallen. Oh, eine mumifizierte Leiche, ach so. Oh, mit dem Dietrich, ja gut. Der arme Dietrich wurde da auch mumifiziert. Da. Ist ja schon ein bisschen ekelhaft hier. Sind das eigentlich alles heiße Quellen, so wie es hier neblig ist und wie es da oben rausdampft? Halt! Direkt vor uns ist eine Bärin. Seht ihr sie? Ja. Mit der möchte ich mich jetzt lieber nicht anlegen. Vielleicht können wir uns an ihr vorbeischleichen. Immer schön langsam. Und passt auf, wo ihr hintretet. Okay. Oder wenn ihr meint, heute sei euer Glückstag, dann könnt ihr diesen Bogen nehmen. Vielleicht überrumpelt ihr sie. Geht voraus. Ich folge und gebe euch Deckung. Schade. Ich wollte ihn bestehlen. Wieso?
mein Controller hier vibriert ab und zu. Und ich habe bis jetzt noch nicht rausgefunden, warum. Ist auch interessant, die Bärin wacht vielleicht durch meine Schritte auf, aber durch das Gelaber von dem Typ gerade eben nicht. Ist ja logisch, dass ich da nicht selbst drauf gekommen bin. Ganz sachte. Halt die Klappe! Das war knapp. Okay. Kann ich auch eigentlich hoch? Ah! Wait. Hatte ich nicht Ausrüstung? Moment. Wieso habe ich den ganzen Scheiß nicht mehr ausgerüstet? Was? Ah nee, so ist es ausgerüstet. Okay, jetzt habe ich es begriffen. Ja gut, ich wechsle mal wieder in die First-Person-Ansicht. Und jedes Mal, wenn die Drache Geräusche von sich vibriert, der Controller wieder. Ist auch nett, dass sie hier ab und zu mal Feuer aufstellen. Ich fing schon an zu zweifeln, ob wir es jemals schaffen würden. Huch. Da hat er sich in Luft aufgelöst. Ja gut. Dann Ziel Himmelsrand. Aha, Erfahrungspunkte. Wartet! Wer soll warten? Es sieht aus, als wäre er diesmal endgültig. Aber wir sollten lieber nicht abwarten, ob er zurückkommt. Am nächsten liegt Flusswald. Mein Onkel ist der Schmied dort. Er wird euch sicher helfen. Es ist wahrscheinlich das Beste, wenn wir uns aufteilen. Viel Glück. Ohne eure Hilfe hätte ich es heute nicht geschafft. Schön hier. Aber viel zu wenig FPS. Oh. Oh. Wirklich schön hier. Ach, da oben komme ich her. Das heißt, der Drache wäre irgendwo da hinten. Kann ich da hin? Offensichtlich nicht. Hier lang? Heißt das, ich müsste überirdisch wieder zurücklaufen können? Ja, hoch mit dir. Ah, oh. Okay, aber der Weg unterirdisch war deutlich länger als das oberirdisch jetzt. Und es wundert mich auch, dass da so fette Spinnen drin waren, wenn hier scheinbar öfter mal Leute durchgehen. Ist ja jetzt auch nicht gerade gut versteckt. Wo soll ich denn jetzt eigentlich hin? Moment, Karte. Wofür habe ich das Ding denn? Aktueller Standort. Was ist das hier? Festung Helgen. Kann ich hier irgendwie hinzoomen? Wo muss ich hin? Tagebuch? Wie komme ich zum Tagebuch? Welche Taste ist jetzt... Das war nicht das Tagebuch. Ist das hier? Was soll das für eine Taste sein? Spiel? Willst du mir was mitteilen? Kannst du mich nicht leiden oder so? Das ist doch keine Taste. Das ist doch... Keine Ahnung. Das Symbol für Teletext. Was weiß ich, was das sein soll. Naja. Ach, da hinten ist ein Ziel angezeigt. Okay. Habe ich irgendwie sowas wie eine Quest? Sprich in Flusswald mit Alvor. Entfesselt. Ziel. Habe ich alles gemacht. Okay. Dann muss ich nach Alvor, wo auch immer Alvor sein mag. Ah, der Schmied scheint recht nah zu sein. Das bewegt sich ziemlich schnell hier, auf der Karte. Ja, dann gehe ich mal dahin. Oh, hier sieht's echt schön aus. Und da kann ich auch die nicht vorhandene FPS-Zahl verschmerzen. Huch, was ist das da hinten? Okay. Ich folge einfach mal dem Weg. Kann ja nicht falsch sein, oder? Was ist das da? Oh, ein Fuchs.
der offensichtlich Angst hat vor mir. Ha, Schilder. Forgrath, Riverwood und Helgen. Da komme ich her, oder? Ich glaube, aus Helgen komme ich her. Da musste ich in der letzten Folge lachen. Als der Typ gesagt hat, einige halten euch... Nee, wie heißt das? Einige in Helgen halten euch für einen Helden oder sowas. Klang witzig. Okay, aber man muss sagen, sieht wirklich nicht schlecht aus. Oh. Darf ich bitte hier stehen bleiben und einfach nur gucken? Danke. Kann ich eigentlich auch irgendwie schneller gehen? Nee, so kann ich nur schleichen. Oh, ist das hübsch. Was ist das hier? Die Wächtersteine entdeckt? Und was sind die? Aktivieren, der Diebstein. Aktivieren, der Magierstein. Oder der Kriegerstein. Kann ich die alle aktivieren oder nur einen? Ah, wer unter dem Zeichen des Diebes steht, lernt alle Heimlichkeitsfertigkeiten 20% schneller. Okay. Abbrechen. Wer unter dem Zeichen des Magiers steht, lernt alle Zauberfertigkeiten 20% schneller. Abbrechen. Und wer unter dem Zeichen des Kriegers steht, lernt alle Kampffertigkeiten 20% schneller. Ja gut, da ich eine verstohlene Katze bin, würde ich mal sagen, hier. Errungenschaft freigeschaltet, gesegnet. Hoppla. Es leuchtet. Sammeln, Hängemoos. Aha, er ist doch aktiviert, oder nicht? Er besitzt bereits den Segen dieses Steins. Kann ich die alle aktivieren? Ah, nein, okay, kann ich nicht. Moment, ich will einfach nur mal kurz, um zu sehen, wie es aussieht. Ui. Das Spiel sieht so hübsch aus. Ich möchte bitte in echt sein. Ja gut, also jetzt der Diebesstein. Okay, gut, gehen wir weiter. Wir haben noch ein paar Minuten für die Folge. Also, wirklich ein paar. Zwei, huh? Disteln. Jetzt sind meine. Da gibt's mehr, oder? Kann ich mich hier umbringen? Kann ich schwimmen? Moment. Schnell speichern. Ups. Ich glaube, das ist... Oh, ich kann schwimmen. Komme ich irgendwann außer Atem? Nein, ich kann wohl nicht schwimmen. Ich kann nur laufen. Gehen. Springen kann ich auch nicht unter Wasser. Also, vielleicht kann ich auch nicht springen, weil ich das Zeug hier noch... Nein. Moment, ich könnte mal eben schnell... Nein, nicht Karte. Hier Objekte. Waffen? Nein. Das weiß ich, dann lassen wir das halt. Ach, es wird Nacht. Oh. Vielleicht soll ich mich beeilen. Ja gut, wäre logisch, wenn gerade eben Abend Sonne war. Sonnenuntergang nennt man das. Kann ich die Pilze sammeln? Mora Tapinella. Ja, nehmen wir mal mit. Keine Ahnung, was es bringt. Noch mehr? Nein. Was ist das da hinten? Ich hätte gerne ein Fernglas. Das war definitiv kein Fernglas. Was zum... Ah! Was willst du von mir? Was wollt ihr von mir? Warum habe ich... keine Waffen mehr ausgerüstet? Das war jetzt Schaden 19, 17... Ich nehme mal die Streitaxt. Ausrüsten.
So. Durchsuchen. Wolfspelz. Silberner Granatring. Verdammt, jetzt hätte ich den Ring ins Feuer werfen können. Kann ich den ausrüsten? Offensichtlich. Was hast du dabei? Nur ein Wolfspelz. Naja. Kann mal jemand das Blut von meiner Brille wischen? Oh, ein Kaninchen. Wie süß. Bergblume. Alles mitnehmen. Alles meins. Aha. Wir sind offensichtlich angekommen. Na, da würde ich doch mal sagen, beenden wir die Folge hier, bevor ich in den nächsten da reingehe. Dann sehen wir uns nämlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.